Ich heiße Brian Mellican und ich bin Lost in Deutschland. Ist man in den wohlverdienten Sommerurlaub nach Mallorca geflogen, so hat man wohl gesehen, wie die Briten und die Deutschen sich einen bitteren Kampf um jeden Strandliegestuhl ausliefern. Doch die eifrigen Teutonen sind wie immer den Angelsachsen schon auf dem Vormarsch, denn sie waren nämlich alle schon auf der Sonnenbank. Sonnenstudios. Ob du da je drauf gewesen bist auf so einer Sonnenbank? Gehe ich ja. Einmal wöchentlich meist. Ein, zweimal die Woche. Ja, ich gehe ins Sonnenstudio. Wie oft? Oh Gott, nicht so oft. Also vielleicht alle 3 Wochen. Die Wärme tut schon gut. Ich meine, man ist entspannter danach. Hat ein bisschen Farbe. Schlecht ist es nicht. Und was hast du denn davon? So gutes Gefühl, ne? Gebräunt? Das ist für mein Wohlbefinden, ne? Ich denke nicht nur für die Haut, sondern ich denke auch für die Psyche. Wenn es in der dunklen Jahreszeit ist, um das sich ein bisschen aufzuhellen. Sieht man ja besser aus, wenn man braun gebrannt ist. Ja, schöner sein, ja, dazu das stimmt, ja. Der Mode mitgehen. Also Körpergefühl schöner, bisschen Farbe im Gesicht, ja. Ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Ja, und natürlich, wenn die Bekannten schon im Urlaub gewesen sind oder so, dann sieht man, kann man ja irgendwie ein bisschen mithalten, ne? Das ist richtig, ja. Dann kann man gut schmuggeln. Ja, auf jeden Fall, denke ich, das kann schon reinspielen, dass man immer besser aussehen will, immer besser. Und dann gibt es halt die übertreiben, ne? Ach so, es geht ja nicht darum, gebräunter zu sein als der Briten, sondern gebräunter als der eigene Nachbar. Ist ja doch klar, typisch deutsches Konkurrenzdenken. Nachbar hat Porsche, will ich auch. Nachbar hat eine neue Kaffeemaschine, kaufe ich mir auch eine teure. Nachbar kommt aus dem Urlaub schön verkohlt, lässt sich eben auf der Sonnenbank nachholen. Herr Emmerich, kann man sagen, dass die Sonnenbank noch im Trend liegt? Man kann schon sagen, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen Solarien besucht haben. Und das betrifft vor allem die unter 30-Jährigen, also gerade die Jüngeren. Bei denen ist es immer mehr Usus geworden, dass man Solarien besucht. Woran liegt das? Gibt es besonders viel Werbung für oder ist das dann eher was Gesellschaftliches im Spiel? Also ich denke, da gibt es bestimmt verschiedene Gründe dafür. Zum einen ist es so, dass gerade bei den Jugendlichen und besonders Jungen das ein Trend geworden ist. Das heißt, das entfaltet dann immer eine gewisse Gruppendynamik. Es ist auch so, dass es verstärkt Werbung gab, dass es auch gerade Werbung dafür gab, dass Solarien gesund sind. Also das sind einige der verschiedenen Faktoren und es ist generell zum Trend geworden. Und also das mit Gruppendynamik, also das kennen wir natürlich alle. Ein Freund kommt aus dem Urlaub zurück und der ist natürlich schön braun, da will man nachziehen, also dann geht man ins Solarium. Richtig, also das Braunsein ist ja in den vergangenen Jahren immer mehr zum Imagefaktor geworden für gesunde Bräune, für Gesundsein. Und deshalb ist es eben immer mehr zum Ziel geworden, dass man eben auch besonders braun ist. Es gab diese Werbung, dass Solarium dann eben gesund sein kann. Kann das stimmen? Grundsätzlich ist es so, dass UV-Strahlung auch positive Eigenschaften hat. Aber dafür reicht die natürliche UV-Strahlung vollkommen aus. Da braucht man kein Solarium. Und es ist im Gegenteil so, dass es erwiesenermaßen zu viel UV-Strahlung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat. Durch zu viel UV-Strahlung steigt langfristig das Risiko an Hautkrebs zu erkranken. Das ist eine ganz gravierende Auswirkung. Des Weiteren ist es so, zu viel UV-Strahlung führt zur vorzeitigen Alterung der Haut. Das heißt also, man sieht tatsächlich älter aus, als man ist. Und es kann natürlich auch Augenschäden hervorrufen. Das sind die klassischen Risiken. Es ist auch so, neuere Untersuchungen zeigen, dass bei Personen, die regelmäßig Solarien besuchen, da das Risiko, später an Hautkrebs zu erkranken, um 75% gestiegen ist. Gruppendynamik beim Thema Sonnenbank. Dieses Beispiel zeugt von meinen wachsenden Deutschlandkenntnissen und macht mir Sorgen. Gesunde Konkurrenz in alle Ehre, aber Deutsche, bitte, bleibt den Sonnenbänken fern.